Seines Zeichens bekannter, regional bekannter Poetry Slammer. Eigentlich hat neulich sein erstes Solo gespielt. Ja. Ein ganzer Abend mit Jazzpop, mit Poetry Slam Texten. Und er macht hier eigentlich auch immer einen Slot. Ich nenne es liebevoll den Jaschek des Monats. Und gerade im Monat Februar hat er ein Thema, was ihm sehr am Herzen liegt. So sieht's aus. Ja. Viel Spaß mit Herrn Jaschek. Es ist tatsächlich so, es gibt ein Thema, was mich gerade im Februar immer bewegt und ich sag mal so, Rosenmontag ist ja demnächst und ich merke immer, was ich für ein Bremer bin, wenn es so in diese Zeit reingeht. Also ich bin in Bremen geboren und aufgewachsen. Was mir wirklich auf den Keks geht, sind diese ganzen Vorurteile gegenüber uns Bremern. Ne? Bremer sind immer so zurückhaltend, mit denen wird man nicht richtig warm. Bremer, das sind die Leute, denen man schon zur Geburt den Sinn für Humor chirurgisch entfernt hat. Ey, das Schlimmste, was ich mal gehört habe, war, ja, wenn ich eine Party mache, ich lade doch keine Bremer ein, diese Schlaftabletten. Um es mal vielleicht poetisch auszudrücken, am Sternhimmel der guten Unterhaltung sind wir das schwarze Loch. Und vielleicht stimmt das auch ein bisschen, vielleicht stimmt das sogar ein bisschen. Also ich merke das, wie gesagt, immer, wenn es so auf Rosenmontag zugeht, Karneval. Ne? Ich meine, Karneval selber klingt ja erstmal super, klingt ja total wertig auch. Ne? Das klingt nach Südamerika. Tanzen in den Straßen, kreisende Hüften, Hammer. Und dieses südamerikanische Karnevalsfeeling wird ja wirklich eins zu eins in den deutschen Karneval übertragen. Zumindest denke ich das immer, wenn ich dann so mal so zu Karneval, so durch die Kanäle seppe jetzt im Moment. Ne? Mainz bleibt Mainz, wie singt und lacht. Ne? Da siehst du Leute, die sind so gut drauf, die haben Spaß. Und die trinken Schnaps. Und die schunkeln. Und die tanzen. Und die haben Lebensfreude. Und die haben Pappnasen und Perücken. Und so putzige, bunte Kleidchen. Und als Bremer guckst du dir das an und denkst, you know. Und dann falle ich auf die Knie, um Gott dafür zu danken, dass ich Norddeutscher bin, weil ich den Quatsch hier mitmachen muss. Ihr klatscht. Hinterher kommen immer die Leute zu mir und sagen, ja, das kannst du doch nicht sagen, ich werde doch hier gerne gesehen. Das ist so hier da geht doch die Posse ab, karnevalsmäßig. Oder diesen Samba-Karneval, die wir haben, das mache ich doch gar nicht. Ich sage ja auch gar nicht, ich entschuldige mich in aller Form bei allen Karnevalsfans, bevor die alle wieder ankommen bei mir hinterher. Und ich sage nicht, es liegt ja nicht an euch, es liegt ja auch wahrscheinlich auch mehr an mir. Ich bin einfach nicht so ausgelassen. Ich bin einfach nicht so... Ich sag mal, ich kann emotional an Pappnasen ganz schlecht andocken. Das ist mein Problem. Vielleicht fiel mir auch ein Gen. Oder ist ein anderer Treiber drauf. Ich weiß das nicht, was bei mir ist. Also auch dieser eiserne Wille, mich zum Vollhorst zu machen, das ist bei mir einfach nicht so ausgeprägt. Ne? Und auch diese tänzerische Eloquenz. Ne? Diese Ausgelassenheit. Ich sag mal, wenn ich tanze, womit will man das vergleichen? Kennt ihr Shakira? Also schon mal nicht. Also eher so wie so C3PO, dieser Roboter von Star Wars, ne? mit der Hüftgeschmeidigkeit eines Playmobil-Männchens. Und ich sag mal, manchmal ist es so, ich sag zu meiner Frau, Schatz, lass uns mal wieder tanzen gehen. Und sie sagt, weißt du, Alter, weißt du, wenn du tanzt, das hat so eine außerirdische Anmut. Das hat so eine epileptische Eleganz. Wenn du tanzt, das sieht immer so aus wie so ein Versuchsaufbau der Bremer Uni zum Thema grobmotorische Dysfunktionen im ästhetischen Vakuum. Und jetzt können wir uns natürlich in die Ecke setzen und rumheulen, aber so sind wir Bremer nicht drauf. Wir Bremer sind proaktiv, versuchen irgendwie auch Lösungen herbeizuführen für Probleme, die wir dann versuchen halt zu lösen. Und das habe ich auch gemacht. Und so habe ich ein Lied geschrieben, ich habe einen Song geschrieben, einen therapeutischen Song. Ja. Und es gibt auch eine kleine Minimalchoreografie zu dem Song. Und es ist also ein Song, ein therapeutischer Song mit Bewegung für Norddeutsche. Der Hammer. Und ich zeige mal gleich, wie das geht. Das ist... Geht so. Und das...
ist auch schon alles. Das ist übrigens der Mitmachteil. Wir können schon mal euch ein bisschen eingrooven. Ja, sehr schön. Wenn ihr alle gut mitmacht, machen wir doch keine Polonaise über die B75. Und der Song heißt, ich bin aus Bremen, Untertitel, und mehr ist echt nicht drin. Oh. Gar nicht mehr. Oh. Hit it. Ich bin aus Bremen und ich werde nie ekstatisch. Und wenn ich tanz, wirkt das meistens etwas statisch. Aha. Und wenn ich groove, und wenn ich aus dem Häuschen bin, oh, dann mache ich einmal so. Doch mehr ist echt nicht drin. Ja, schon durchziehen, genau. Da drin bin ich heiß, denn mein Blut besteht aus Lava. So von außen bin ich kühl, ein Eisblock, der so noch nie da war. No, 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 no. Und wenn ich groove, und wenn ich aus dem Häuschen bin, oh, oh, dann mach ich einmal so. Doch mehr ist echt nicht drin. Mehr ist echt nicht drin. No, 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 no. Du bist verrückt nach mir. Und das kann ich gut verstehen. So eine absolute coole Sau wie mich hat die Welt noch nicht gesehen. Und no, 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 no. Wo sind wir denn bei dir? Und Ekstase racht mich hin. Dann mach ich einmal so. Mehr ist echt nicht drin. Das kommt halt und braucht Beat. Yeah. Tänzerische Eloquenz, sowas ist mir völlig fern. Ich tanze wie sonst keiner tut. Mit dem mir eigenen Mr. Smog-Attitude. Außerirdisch ist mein Tanz. Ferner jeder Eleganz, gelenkig wie Pinocchio. Und ich bin so geschmeidig wie C3PO. Nimm mich doch einfach steif, nimm mich alles schlimm. Ich bin nun mal aus Bremen und mehr ist echt nicht drin. Los! Bis gleich, Bill! Yeah! Nicht drin. Oh, oh, oh. Aktiver Bediener sämtlicher Social Media Kanäle. Einfach googeln bei YouTube
oder sonst wo. Stefan, S-T-E-F-A-N-J-A. Check. Stefan Jacek. YouTube-Kanal. Ja, ich habe, ja. Ja, ich habe, ja. Mal sagen. Ich habe einen YouTube-Kanal, genau. Das ist, ja, ich habe den. Stefan Jaschke, EK, nicht Stefan Jaschke. Die meisten hören immer Jaschke und denken, ah, hier, Marlene Jaschke, kenne ich doch irgendwie, ne, sagt mir doch. Und die wundern sich dann immer, dass sie das nicht finden. Jaschek mit EK, nicht mit KE. Ja. Das ist eigentlich alles. Genau, eine organisatorische Sache hätten wir noch, und zwar zwei Gäste haben mich eben gerade angesprochen wegen letzten Mal vergessener oder beziehungsweise verlorener Kleiderstück. Es ging um eine Mütze und einen Schal. Die Dame vom Schmuschel-Theater, das ist Marie, sie sitzt hier vorne, sie winkt doch mal kurz, sie ist informiert, wenn sie ihr in der Pause einfach mal folgen ins Lost and Found. Vielleicht können sie da ihre Sachen finden. Das nur mal so, das hatten wir auch organisatorisch. Ansonsten machen wir jetzt... Alles gut? Ja. Ja, vielleicht auch der Ehering, ja. Vielleicht auch noch der Ehering, kommt einfach mal vorbei. Und ansonsten machen wir jetzt eine 5-minütige Pause. Von 10 Minuten. Und sehen uns in der Viertelstunde wieder.